Angesichts der zu erwartenden Wirtschaftskrise ist es richtig und wichtig, dass die Bundesregierung marktwirtschaftliche Konzepte vorlegt. Es steht außer Frage, dass staatliche Unterstützung gerade jetzt in der Corona-Krise notwendig sind. Wir dürfen jedoch nicht in eine Staatswirtschaft einsteigen. Riesige Schutzschirme aufzuspannen, wird am Ende unsere finanziellen Möglichkeiten überfordern. Die Bundesregierung wird am Ende Versprechen nicht einhalten können. Daher fordern wir, staatliche Eingriffe zu beenden und nicht irgendwelche Lenkungsmechanismen in beteiligte Unternehmen einzubauen. Wir brauchen innovative und marktwirtschaftliche Lösungen. Die FDP-Bundestagsfraktion ist der Meinung, Kredite ja, stille Beteiligungen ja, Kreditgarantien auch gerne, aber nicht der Versuch, in betriebswirtschaftliche Entscheidungen der Unternehmen eingreifen, zum Beispiel durch Sitze im Aufsichtsrat.